Der Ölprinz von Karl May. Sie hatten das Dorf verlassen und befanden sich nun auf der Straße, die nach der Hauptstadt führt. Während dieses ganzen Wegs hatte der Kantor seine eigentümlichen Pendelbewegungen auf dem Pferd fortgesetzt. Bald den Oberkörper nach vorn, bald nach hinten biegend, hatte er die Beine und Füße mit den Bügeln in die entgegengesetzte Richtung geschoben, was dem kleinen Sam Hawkins, wie sein lustiges Augenblinzel zeigte, nicht wenig Spaß zu machen schien. Jetzt sahen sie die vier großen, schweren Auswandererwagen vor sich stehen. Die Insassen waren ausgestiegen und hatten die Ochsen ausgespannt, die das kärglich sprossende Gras abweideten. Die Wagen waren eng nebeneinander aufgefahren, mit den Deichseln alle nach einer Seite gerichtet. Ein großer Fehler in jener Gegend, wo es der Indianer und des herumstrolchenden weißen Gesindels wegen stets geraten ist, eine sogenannte Wagenburg zu bilden. Die Insassen waren ausgestiegen und bewegten sich geschäftig auf dem Platz umher. Zwei Frauen suchten nach dornigem Akaziengestrüpp, dem einzigen Holz, das es hier zu einem Feuer gab. Zwei andere trugen Töpfe, in denen das Essen gekocht werden sollte. Einige Kinder halfen dabei. Zwei Männer schafften in Eimern Wasser herbei, ein dritter untersuchte die Wagenräder. Diese drei waren noch ziemlich jung. Ein vierter, der gewiss die 50 überschritten hatte, aber noch bei vollen Manneskräften und sehr breit und stark gebaut war, stand inmitten dieses Treibens, um es zu bewachen und von Zeit zu Zeit mit heller Stimme einen kurzen Befehl auszusprechen. Er schien also der Anführer dieser Auswanderer zu sein. Als er die beiden Ankömmlinge bemerkte, rief er: »Wo bleiben Sie denn nun wieder einmal, Herr Kantor? Man ist in steter Sorge um Sie und...« »Bitte, bitte, Herr Schmidt«, unterbrach ihn der Angeredete. »Herr Kantor Emeritus, wie ich ihn schon 100-mal gesagt habe, es ist wahrhaftig nur der Vollständigkeit wegen und weil ich mir kein Amt anmaßen darf, das ich nicht mehr innehabe.« Dabei hielt er sein Pferd an und stieg herunter. Aber wie? Er nahm erst das rechte Bein empor, um links herunterzukommen. Das schien ihm aber zu gefährlich zu sein. Darum zog er nun den linken Fuß aus dem Bügel, um zu versuchen, rechts auf die Erde zu kommen, was ihn aber wahrscheinlich ebenso bedenklich war. Darum stemmte er beide Hände auf den Sattelknopf, lüpfte sie hoch und schob sich nach hinten, sodass er auf die Kruppe des Pferdes zu sitzen kam. Von da aus verlor er sich langsam immer weiter rückwärts und rutschte endlich beim Schwanz herunter. Das Tier war lampfromm und ermüdet und ließ dieses seltsame und lächerliche Verfahren ruhig über sich ergehen. Die Auswanderer hatten diesem Abrutsch schon oft beigewohnt, weshalb er auf sie keinen Eindruck mehr machte. Dem guten Sam Hawkins aber war so etwas noch nicht vorgekommen, und so musste er sich große Mühe geben, nicht laut aufzulachen. »Ach was, Emeritus«, entgegnete Schmidt in kräftiger Weise, »vor uns sind Sie noch immer der Herr Kantor. Haben Sie sich emeritieren lassen, so ist das Ihre Sache, aber kein Grund für uns, dieses ewige Fremdwort immer wieder zu kauen. Warum bleiben Sie denn ständig zurück? Man muss nur stets auf Sie aufpassen.« »Piano, Piano, lieber Schmidt, ich höre Sie sehr gut, auch wenn Sie nicht so schreien. Mir kam ein musikalischer Gedanke. Ich glaube nämlich, dass man bei einer Ouvertüre, wenn das Cello im Orchester fehlt, dessen Stimme auch der dritten Obrete übergeben kann, nicht?« »Übergeben Sie meinetwegen der großen Paukentrommel. Ich weiß wohl, dass ein Wagen geschmiert werden muss, wenn er gut laufen soll, aber nicht, was in einer Ouvertüre trompetet werden muss. Was haben Sie uns da für einen Hanswurst mitgebracht?« Bei diesen Worten deutete er auf Sam Hawkins. Der Kantor antwortete, ohne ihm das kräftige und wohl auch beleidigende Wort zu verweisen: »Dieser Herr das weiß ich selbst noch nicht. Ich traf ihn im Dorf und fragte ihn nach Ihnen. Da war er so freundlich, mich zu Ihnen zu führen. Hauptsache, dass er auch ein Sachse ist.« »Ein Sachse?« fragte Schmidt im Ton des Erstaunens, indem er Sam vom Kopf bis zu den Füßen herunter betrachtete. »Das ist doch gar nicht möglich. Wenn bei uns in Sachsen jemand in solcher Kleidung herumliefe, würde er auf der Stelle festgenommen.« »Aber wir sind glücklicherweise jetzt nicht in Sachsen«, warf Sam Hawkins mit verbindlichem Lächeln ein. »Darum werde ich meine Freiheit wahrscheinlich behalten, wenn ich mich nicht irre. Ihr werdet hier noch ganz andere Anzüge zu sehen bekommen, als der meinige ist. Es gibt im Wilden Westen nicht alle 20 Schritte 10 Kleiderläden. Darf ich vielleicht erfahren, wohin ihr wollt, meine Herren?« »Ihr«, meinte Schmidt in abweisendem Ton, »wir sind gewohnt, Sie genannt zu werden und möchten, ehe wir Ihnen Auskunft geben, zunächst wissen, wer Sie sind und was Sie treiben.« »Well, das können Sie wissen. Ich heiße Falke, bin der Abstammung nach ein Sachse, lebe als Westmann und gebe jedem die Erde, die ihm gebührt. Ob ihr mir eine Frage nun auch beantworten wollt, das steht in eurem Belieben.«
Ihr und euer, Herr Falke, ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir gewohnt sind. Schon gut, unterbrach ihn der Kleine. Und ich habe bereits gesagt, dass ich in einem jeden die Ehre gebe, die ihm gebührt. Wer mich als einen Hanswurst betrachtet, der wird von mir nicht für voll genommen. Alle Donner, meinen Sie damit etwa mich? Brauste der Alte auf, indem er drohend einen Schritt näher trat. Ja, antwortete der Kleine, indem er ihm furchtlos und freundlich in die Augen sah. Da machen Sie sich ja gleich, dass Sie fortkommen, falls Sie wünschen, dass Ihre Knochen beieinander bleiben sollen. Das werde ich tun, aber als Ihr Landsmann halte ich es für meine Pflicht, Sie vor den 12 Reitern zu warnen, die heute an Ihnen vorübergekommen sind. Ist nicht nötig. Wir sind selbst so klug zu wissen, woran wir sind. Die Kerls haben uns gleich nicht gefallen und, als sie uns ausfragen wollten, keine Auskunft erhalten. Sie sehen also, dass ihre guten Lehren bei uns überflüssig sind. Er drehte sich um, zum Zeichen, dass er mit Sam Hawkins nichts mehr zu tun haben wollte. Dieser machte eine Bewegung, sich zu entfernen, blieb aber doch angetrieben von seinem guten Herzen wieder stehen und sagte, »Master Schmidt, noch ein Wort.« »Was?« fragte der alte Barsch. »Wenn ihr wirklich keine guten Lehren braucht, so will ich sie gerne für mich behalten. Gestattet mir nur noch das eine zu fragen. Stehen eure Wagen nur einstweilen so beieinander wie jetzt?« »Warum diese Frage?« »Weil dies die allerbequemste Weise ist, bestohlen oder gar überfallen zu werden. Hätte ich hier etwas zu gebieten, so würde mit den 4 Wagen ein Viereck gebildet, innerhalb dessen alle Menschen und Ochsen, Menschen und Ochsen, während der ganzen Nacht zu bleiben hätten. Dabei müsste von der Dunkelheit bis zum frühen Morgen ein Posten sorgsam Wache halten. Warum? Weil ihr euch in Arizona befindet und nicht daheim in der Dresdner oder Leipziger Kreisdirektion. Wo wir sind, das wissen wir genau. Um das zu erfahren, brauchen wir nicht keinen Hanswurst fragen. Macht euch also fort von hier, sonst schaffe ich euch Spannfedern in die Beine. Well, gehe schon, wenn ich mich nicht irre. Habe es gut gemeint mit euch, aber jetzt verlässt der Hanswurst das Affentheater. Er drehte sich scharf um und entfernte sich nach dem Dorf zu. Schmidt fuhr den Kantor unmutig an. Da hatten sie uns aber einen sauberen Kerl gebracht. Sah aus wie ein Harlekin und dabei doch grob wie Bohnenstroh. Für solche Landsmänner muss ich danken. Aber mir gegenüber war zu sehr zuvorkommend und freundlich, wagte der Emeritus einzuwerfen. Das war wohl die Folge davon, dass ich ihn hübsch stolz angesprochen habe, wie wir Musikkünstler uns auszudrücken pflegen, während sie ihm sehr sforzando über den Mund gefahren sind. Weil er wie ein Landstreicher dahergelaufen kam und... Schmidt war von einem lauten Ausruf unterbrochen worden. Die beiden jungen Männer, die die Wagen zu Pferd begleitet und von denen die Feinde es gesprochen hatten, waren am Fluss gewesen, um ihre verstaubten Pferde zu waschen. Jetzt kamen sie zurückgeritten. Der eine von ihnen hatte ein aufgewecktes Gesicht vom Schnitt und der hellen Farbe des Europäers, obgleich die Haut infolge der Sonnenglut beträchtlich gebräunt war. Er mochte wohl 18 Jahre zählen und eher breit als hoch. Die kühn und geformten Züge des anderen waren echt indianisch, jedoch standen seine Backenknochen nicht sehr weit hervor. Die Farbe seines Gesichts war ein mattes Bronze, wovon das helle Grau seiner scharfen Augen ebenso wie das Mittelblond seines Haares lebhaft abstach. Seine Gestalt war schlanker, doch nicht weniger kräftig als die seines Begleiters, mit dem er jedenfalls im gleichen Alter stand. Beide waren nach europäischer Art gekleidet und, wie es schien, vortrefflich bewaffnet. Ebenso saßen beide sehr gut zu Pferde, besonders der Grauäugige, der mit seinem Tier wie zusammengegossen schien. Er hatte, als er sich dem Lager näherte und Sam Hawkins schnell fortgehen sah, den Ruf ausgestoßen, durch den Schmidt unterbrochen worden war. »Was gibt's? Was wollen Sie?« fragte dieser den Heranreitenden. Der junge Mann trieb sein Pferd schnell näher und antwortete vor Schmidt, anhaltend in deutscher Sprache, doch mit fremder Betonung. »Wer war der kleine Mann, der soeben fortging?« »Warum?« »Weil er mir bekannt vorkam. Ich habe ihn nicht genau gesehen, aber sein Gang fällt mir auf. Hat er einen Bart?« »Ja, einen wahren Urwald.« »Das stimmt. Die Augen?« »Sehr klein.« »Die Nase?« »Fürchterlich.« »Stimmt auch. Hat er vielleicht einen Namen genannt?« »Ja.« »Sam Hawkins etwa?« »Nein, er heißt Falke und ist ein Deutscher.« »Sonderbar, aber doch erklärlich. Falke heißt Englisch Hawk. Viele Deutsche nehmen, wenn sie herüberkommen, englische Namen an. Warum sollte ein Westmann, der Falke heißt, sich nicht Hawkins nennen? Dass Sam Hawkins ein Deutscher ist, wusste ich allerdings nicht. Aber diese Gestalt und dieser eigentümliche schleichende Gang. Jeder gute Westmann hat das Anschleichen gelernt, aber so pflegt nur Sam Hawkins zu schleichen. Doch halt, noch eine Frage. Hat dieser Mann während des Gesprächs vielleicht einmal gelacht? Ja. Wie?
ausgesöhnt höhnisch, als er von Menschen und von Ochsen sprach. Ich meine, mit welchem Vokal, mit welchem Laut er lachte. Man lacht mit A und mit I, sogar mit E oder mit O. Es war mit I mehr ein Kichern als ein Lachen. Wirklich, wirklich, fragte der Jüngling lebhaft. Dann ist er es doch gewesen. Sam Hawkins hat ein ganz eigentümliches Hihihihihi, wenn man es von keinem anderen hört. Man vernimmt es sehr oft von ihm. Es klingt so listig und dabei stillvergnügt. Er schluckt es halb in sich hinein. Alles richtig, aber Sie werden sich täuschen. Der Karl war ein Stromer, aber kein Westmann.